Hallo Leute, hier ist euer Fastendo mit meinem ersten Let's Play. Ich hatte schon mal einen YouTube-Kanal, der hieß Smash Zockt, vielleicht kennen mich einige. Ja, und halt, der Kanal ist halt nicht mehr so gelaufen. Und so, ich hatte auch keinen Bock mehr auf den Kanal, ich wollte einfach einen neuen Kanal erstellen. Und ja, das habe ich somit. Und mein erstes Let's Play ist New Super Mario Bros. U Deluxe. Ich sag mit Absicht Deluxe, weil das sozusagen die englische Variante ist. Ja. Von Deluxe. Deswegen, ich sag Deluxe. Ja, also mein erstes Let's Play ist New Super Mario Bros. U. Dann New Super Luigi U werde ich auch Let's Play, und zwar erst, also werde ich noch ein paar Let's Plays dazwischen schieben. Ich nehme das übrigens mit der Elgato Game Capture HD 60S auf und ja, und mit der klappt es eigentlich mega nice. Warte mal, ich drehe für euch den Sound ein bisschen lauter, so. Dann müsstet ihr auch besser hören können. Dann werde ich euch die Herausforderung noch zeigen, schnell spielen, Münzen jagen, so. Und es gibt Bonuspflicht, ich glaube, das gab es bei der Videoversion nicht. Ich habe es ja halt lange nicht mehr gezockt. Aber legen wir einfach jetzt los. Okay. Ich bin nur alleine hier. Vielleicht kommt mal ein Together. Mit wem wüsste ich zwar jetzt nicht, aber kann alles passieren. Und ja, das ist jetzt auch neu. Man kann sich aussuchen, welchen Charme man spielen will. Mario, Luigi, Toad, Toadette und Mopsy. Toadette ist ein leichter Charakter und Mopsy sehr leicht. Der kann nämlich also vom Gegner keinen Schaden bekommen. Und ja, ich werde euch jeden Charakter mal zeigen. Und dann halt, wenn ich alle Charts mal gezeigt habe, nehme ich einfach die was ich, auf was ich gerade Bock habe. Mopsy allerdings will ich nur einmal im Let's Play zocken, liegt einfach daran, weil das einfach der Noob-Modus ist und ja, kein Bock auf den Noob-Modus und es macht auch nicht Spaß, da strengt man sich auch nicht so an. Aber wir fangen erstmal an mit Mario. Okay, das ist auch mein erstes Mal, dass ich die Deluxe-Variante zocke. Und ja, wir essen hier Kuchen. Und was ist das? Bowser greift mit seinen Koopalingen das Schloss an. Aber ich halte mal meine Fresse. Der Part wird, glaube ich, morgen am am 25. also Freitag höchstwahrscheinlich hochkommen. Heute werde ich es, glaube ich, nicht mehr hinbekommen mit dem Schneiden und sowas halt. Ja. Und wir müssen so schnell wie möglich zurück zum Schloss. Also ich habe es noch nicht erwähnt, aber das wird natürlich ein 100% Let's Play, alles was möglich ist, zum Beispiel werde ich zu 100% zocken, außer halt so Lego Games, das ist nämlich fast unmöglich zu 100% zocken. Und ja, dann geht's jetzt los. Die Koopalinge teilen sich alle auf. Und ja, okay, ihr hört mich eh gut. Und die Lache ist die beste. Vom Koopaling Lemmy müsste es sein, ja, Lemmy. Bum bum, den kennen auch einige. Ja, die erste Welt Eichenheim. Man kann hier Karte. Okay, Inventar ist mit R, okay. Menü, und hier kann man auch nochmal Spielerauswahl ändern. Ja, aber jetzt geht's endlich los mit Eichenhain 1, Ouvertüre im Eichenhain. Manchmal werde ich auch Primären, würde ich sagen, vom Spiel machen. Falls ihr noch nicht wisst, was Primären sind,
Das sind normale Videos. Nein, bleib da. So. Das sind normale Videos mit Live-Chat. Also da können die Leute miteinander chatten. Falls ihr euch wundert, ich singe gerne mit der Musik mit. Okay, die Erde ist da, Coin ist unser. Ah, hier ist ein Secret. Ich werde auch noch Super Smash Bros. Ultimate zocken. Das liegt auch gerade hier neben mir. Ich werde ab jetzt auch alle Spiele, was neu rauskommt, versuchen zu let's playen. Muss halt immer Platz freischaufeln. Also dieses Jahr kommt auch Luigi's Mansion 3 raus. Werde ich das vor den ersten beiden Teilen zocken. Ich muss halt immer Platz freischaufeln. Deswegen werdet ihr auch manchmal nur zwei oder ein Let's Play haben. Bis ein neues Game rauskommt, dann werden zwei Let's Plays auf. Jetzt gerade läuft auch nur ein Let's Play, weil ja, das ist halt das erste Video und so. Dann ich werde noch schauen, was für ein zweites Let's Play ich machen werde. Höchstwahrscheinlich Mario Kart 8 Lux. Ja, der Port von der Wii U, noch ein Port von der Wii U. Also ich muss sagen, ich fand die Wii U nicht mal so scheiße. Ich mochte sie eigentlich sogar mega gerne. Dementsprechend finde ich es auch ein bisschen schade, dass die gefloppt ist. Really Mario. Okay. So, hier bekommen wir aber wieder einen Eichenpilz. Ich weiß da noch, dass im zweiten Level ein Secret Exit war. Falls ich mal Secret Exit verpassen sollte, schreibt sie mir ruhig in die Kommis. Joa. Okay. Hier müsste dann auch die letzte Starcoin sein. Oh, ah, fuck, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Okay, erstes Level hat mega Spaß gemacht. Noch das schönes One-Up mitnehmen. Joa, Mario Time. Ich werde natürlich auch noch Zelda-Spiele Let's Playen. Darauf freue ich mich auch schon, aber jetzt kommen erstmal New Super Mario Bros. Deluxe. Joa. Dann gehen wir schon mal weiter zu Arkane 2, schiefes Bergwerk. Da ist hier die Feuerblume, der Asche. Ein schönes Secret. Ich muss mir natürlich noch an die Steuerung gewöhnen, schließlich ist das das erste Mal, dass ich den Port zock. Ah ja, der Secret Exit, was hier ist, ist der längste in der Mario Bros. Geschichte. Komm raus, du Scheiß-Patze. Ihr werdet auch noch sehr viele Aussichts erleben mit mir. Ich brauche keine Feuerblume. Den Secret Exit werdet ihr höchstwahrscheinlich in diesem Part noch nicht sehen, sondern erst im zweiten Part. Das liegt einfach daran, weil man dafür einen Eichenpilz braucht. Ja, da ist wirklich so. Eichelpilz.
Ist da unten was? Nee. Okay. Und ja, das werde ich halt offscreen holen, den Eichenpilz. Dass ich euch viel ersparen kann. Okay. Aber der Part wird noch ein normales Video sein. Vielleicht will ich den zweiten Part als Premiere machen. Weiß ich noch nicht. Schauen wir einfach mal. Ah, okay, hier ist ein Secret. Oh. Mario. Nice Coins. Was ist hier drin? Ah, eine Feuerblume. Das ist nice. Das ist mega nice. Das ist mega nice. Aber ich glaube, jetzt werde ich mal nur so Mario Bros. U Deluxe aufnehmen. Also Parts hochladen und dann irgendwann mal Mario Kart 8 Deluxe. Okay, wenn man schon voll ausgerüstet ist, bekommt man One-Up. Im nächsten Part werde ich dann Luigi zocken. What the fuck? Ich habe die zweite Star-Coin verpasst. Im ersten Part schon. Alter, WTF. Wo war die? Wo bist du, Starcoin? Wo bist du? Ich brauche dich so sehr. Ich glaube hier unten. Dann schaue ich noch hier rüber. Nein? Ah, hier vielleicht. What the fuck? Ich bin im zweiten Level gestorben. Im ersten Part vor. Ach. What? Ich habe noch keine Items, nie. WTF? Ich bin im ersten Park gestorben. Das ist mega peinlich. Ne? Hier ist leider auch nur ein Pilz drin, wenn man klein ist. Warte mal. Hier. Ja. Hier wird wohl die zweite Starcoin sein. Ja. An dem Ort kann ich mich erinnern. Da er tot war, unnötig. Okay. Nice. Ihr könnt mich gerne abonnieren und dem Part einen Daumen nach oben geben und ihr könnt natürlich auch den Part teilen. Damit würdet ihr mich mega unterstützen. Es werden noch epische Fails und allgemein epische Momente hier auf meinem Kanal zu sehen sein. Also, ich hoffe, euch gefällt es. Ach, übrigens noch. Nein. Alter Mann. Mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Ah ja, übrigens, ich weiß, mein Kanalbanner sieht jetzt noch nicht so geil aus. Also ihr könnt mir gern mal einen Kanalbanner einsenden. Was passiert hier? Ihr könnt mir gerne mal über Insta, da werde ich übrigens, ich werde den Link Instagram und so in die Beschreibung packen, mein Account und so. Ich werde mir extra neuen für YouTube erstellen auch. So. Da werde ich auch die Videos hochladen und sowas halt. Joa. Gehen wir einfach mal hier ins Toad House. Ihr könnt mir gerne Banner einschicken. Die einzige Einschränkung. Fehl einen Block aus und du bekommst das Item, das sich darin versteckt. Aber jetzt wird erstmal gemischt. Aber hier erwischst du keinen Bowser. Ja, also ihr könnt mir gerne einen einsenden. Die einzige Einschränkung ist halt, es muss Nintendo-mäßig sein. So mit Mario, Zelda, Pokémon und sowas halt. Okay, Stern und Pilz. Okay, die beiden äußeren. Jetzt kannst du dir zwei Blöcke aussuchen, aber es ist absolut gut. Erwischt du einen Boss, ist der Spaß vorbei. Joa, also ich bitte euch sogar einzusenden. Die Thumbnails kann ich schon selbst machen, aber halt. Banner wäre halt geil. Wenn es geht, vielleicht auch noch Profilbild. Ja. Wie viele Minuten hat der Part schon? 17 Minuten 16. Okay. Ich würde sagen, ich Risiko im Ritzelturm mache ich noch in diesem Part. Und dann soll es auch gut sein. Ich habe natürlich alles auf beste Qualität gesetzt. Dort war dann richtig lang zum Hochladen. Aber Hauptsache, ihr habt gute Quali, ne? 1080p, 60 FPS. Dann noch die Qualität auch auf beste gestellt. Nur halt 4K irgendwie kann ich nicht machen. Dazu habe ich auch viel zu schlechtes Internet und so was. Irgendwann werde ich auch mal mit Greenscreen kommen. Aber so die Vorstufe ist dann noch Facecam. Irgendwann auch mal Greenscreen. Nach Facecam irgendwann mal. Also das Let's Play New Super Mario Bros. U passt Facecam nicht rein, finde ich. Zum Beispiel Super Mario Odyssey, was ich auch mal Let's Play werde. Da werde ich Greenscreen oder Facecam machen. So. Ups. Okay. Alter, wie knapp war das? Wie knapp? Warum fliege ich wieder so weit runter? Nein, yes, so. Nein, Alter, da, zum Beispiel, das ist gerade ein Fail-Moment. Natürlich werde ich auch noch Zelda Breath of the Wild Let's Play. Das ist ja sowas von klar. Das wird bestimmt so um die 230 Parts oder so füllen. Wenn nicht, dann mehr. Warte, hier ist was. Ah. Komm schon! Wow! Das war gerade Zufall, dass ich das gefunden habe. Okay. Nein! Ach, egal. Das Water brauche ich nicht. Wir sind doch Bros. Spaß. Ich würde mich nie als Bro betiteln. Weil ich auch keiner bin.
gibt auf jeden Fall bessere Spiele als ich. Papa. Na, na. Alter, ich wäre fast so gegetcht worden. Ah, hier ist die letzte Starcoin. Nice auf jeden Fall. Okay. Das ist auch die einzige Möglichkeit, einen Knochenbrocken zu killen mit einer Eisblume. Yeah. Bei den Boss Battles ist immer Feuerblume im Vorteil. Die ist meist doch immer da, irgendwo beim Boss. Genau hier. Okay. Also ihr könnt mir gerne Banner einreichen. Mit was ihr sie macht, ist mir egal. Ich mache sie halt immer mit Gimp, falls ihr das kennt. Ich mache auch, also ich will die Bosskämpfe nicht so einfach haben, deswegen werde ich sie angreifen lassen. Yeah! Den Rest habe ich ihm mit der Feuerblume gegeben. Nice auf jeden Fall. Okay. Also die Eichel. Das ist nice. Der Eichelpilz schon hier, dann muss ich den jetzt nicht offscreen holen. Mega nice. Trotzdem seht ihr erst den Secret Exit im nächsten Part. Ich bin so fies, ich weiß. Ja. Im nächsten Part geht's weiter mit dem Secret Exit und dann auch noch mit dem Yoshi. Also im nächsten Part werden wir auch Yoshi treffen. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder von New Super Mario Bros. U Deluxe. Bis dann und ciao.